Ja, als junger Kerl habe ich mal so ein Auto von Italien rausfahren dürfen. Aber mit Kabine, Fernverkehrskabine. So bin ich so in ein Auto gekommen. Dann habe ich gesagt, das will ich einmal eins. Und das habe ich drei. Es geht um Trucks und Promis, um PS und Kilometerleistung, um Auflieger, Kipper, Kühlergrill, Baujahr, Zylinder, Anzahl der Achsen, der Gänge, Motorkühlung und so weiter. Eine Fachsimpelei über Scania, Deutz, Volvo, Mack und Daimler. Es ist ein Krupp AK 360, Baujahr 1968. Einer der letzten, der in Essen gebaut worden ist. War komplett Schrott, muss man sagen, also wenn man den gesehen hat. Eine Vollkatastrophe, den herzurichten. Und der Timo Pistorius hat den wieder aufgebaut. Ne? Und der hat bestimmt einiges erlebt. Auf Baustelle oder wo war der? Der war in Frankfurt auf dem Flughafen. Ah? Und ist innerhalb von, ja, Flughafenbau, ne? Ah. Und ist innerhalb von, ich glaube von 8 Jahren war er kaputt gemacht. Also wirklich kaputt. Runtergerissen. Ja, aber richtig, ja. Ja, jetzt klingt er eigentlich gut. Der Motor ist noch original. Da ist kurz bevor er stillgelegt worden ist ein Tauschmotor reingekommen. Ah. Also der Motor hat noch nichts gearbeitet, ne, sozusagen. Ja. Ich habe so einen jahrelang gefahren. Deswegen hat er mich mitgeschleppt damals, wo er gekauft hat. Sagt, ja, du kennst dich aus, guck du mal, ob der in Ordnung ist. Ja, und da habe ich das Auto gesehen. Der hat ihn jetzt zwar noch ein bisschen poliert und alles blitzeblank, ja. Ne? Ja. Aber der hat so schon top da gestanden, wie wir dort hingekommen sind bei dem Verkäufer. Das ist ein 6-Zylinder-Mercedes-Motor. Der hält ewig, der geht normalerweise, wenn man nicht quält, geht der nie kaputt. Die alte Diesel, die halten ewig, der hat jetzt auch schon, glaube ich, über 300.000 Kilometer drauf. Das Fahrzeug ist ein ehemaliges Feuerwehrauto, war 1967, war zuerst in Duisburg, nach der Wende ging es nach Malchow im Osten, dann ging es zurück nach Richtung Heilbronn, dann war das umgebaut als britischer LKW und seit 4 Jahren ist schon bei mir gekommen. Begeisterung und Überzeugung, Nostalgie, Leidenschaft und Fachwissen gehören dazu. Jeder Truck ein Unikat, ganz wie der Besitzer. Und dann hat man mit der Jahre hat man mal den eine oder andere angeschafft. Aha. Und jetzt muss man halt ein bisschen pflegen. Als Hobby? Als Hobby. Aber ein teures Hobby, oder? Teures Hobby. Aber ein schönes Hobby. Ja? Ja, wunderschönes Hobby. Und was macht das so viel Spaß dran? Man kann alles selbst machen. Man muss nicht zu Mercedes gehen, haltet mal einen Computer dran oder sonst was. Ja. Man kann von der ersten bis zur letzten Schraube alles selbst machen. Alles. Man kriegt alles hin. Und das Auto bleibt nie draußen stehen. Das Auto kommt immer nach Hause. Jetzt sehe ich, das ist ein Mack. Ja, Mack, ja. Und der ist aber in Holland gebaut. Da habe ich in Amerika gebaut, aber ich habe ihn importiert vor 6 Jahren. Ich hatte eine V8-Maschine von 14 Liter. Das ist eigentlich der gleiche Motor wie in der Scania 140. Das Motorblock von der Scania, weil der Anfang kam das bei Mack her. Und da hat es 5 Gänge und 4 Gänge. 5 Gänge 7x4 mal umzusetzen. Als nachgelegt oder so? Ja, hat 20 Gänge so eigentlich. Wow. Aha. Ich habe jetzt 6 Jahre und 130.000 gefahren. Ich habe 6 Stück für die Dinge. Oh. Alle rund de 60 Jahre. Ich fange dann mit 57 und bin jetzt mit einer beschäftigt für 77. Also für mich ist das ein ganz moderner Auto. Ja. Bei den technischen Details, ob historisch oder modern, fühle ich mich in einer fremden Welt. Es ist offensichtlich noch eine Männerdomäne. Der LKW als letzte Bastion. Oder doch nicht? Das ist Gentina. Sie begleitet Kevin, den Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Süddeutscher LKW-Veteranenfreunde. Alle unsere Mitglieder haben Oldies, also von etwas neueren bis sehr, sehr alten Oldtimern. Und ja, und heute sind wir hier in Sinsheim und haben sozusagen die Kooperation hier, dürfen unsere LKWs ausstellen. Wow. Genau. Machen Sie das öfter? Also dieses Jahr ist es tatsächlich das erste Mal. Wegen Corona? Genau. Ja. Klar, wir haben in der Vergangenheit schon sehr viele Treffen gemacht, aber jetzt heute ist es hier das erste Mal. Und aber ab heute wird es
hoffentlich jedes Jahr sein. Also es ist auf jeden Fall für nächstes Jahr schon geplant. Auch wieder hier? Ja, genau, auch schön. Wieder hier, aber auf jeden Fall noch im größeren Rahmen. Aktuell durften wir jetzt leider nur auf Corona-bedingt, haben jetzt 80 LKWs heute hier. Und wir hatten aber wesentlich mehr Anmeldungen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es nächstes Jahr größer werden wird und dass wir einfach viel mehr anbieten können. Wir sind vom Förderverein vom Technikmuseum. Wir sind da ehrenamtlich tätig und heute bin ich privater. Aber jetzt durch Corona ist halt sehr viel nicht möglich. Ja. Und es ist jetzt mal wieder eine Veranstaltung seit langem, wo eigentlich wieder stattfindet. Und obwohl ich keine Ahnung vom Thema habe, darf ich noch hoch hinaus, um den Überblick zu bekommen. Ein sehr netter Feuerwehrmann macht's möglich. Film soll zeigen, was wir Filmemacher, wir Kameraleute alles erleben können und dürfen. Wir können sogar die Luft gehen.